Ja, es ist endlich soweit und Taylor Swift tritt am Donnerstag 3 Tage hintereinander endlich im Ernst-Happel-Stadion in Wien auf. Ja, und wie ihr sehen könnt, sind wir schon einen Tag früher hier, nämlich am Mittwoch, weil die Merch-Stände haben eröffnet. Und wir haben uns gedacht, wir hören uns mal bei den Swifties um, wie excited sie denn schon sind für das Konzert morgen. Wie aufgeregt seid ihr? Schon sehr. Also wir warten ja auch schon über ein Jahr drauf. Seit Juli. Juli letztes Jahr haben wir sie, glaube ich, gekauft. Und irgendwie ist es ein bisschen unreal, dass es dann jetzt morgen endlich soweit ist, nachdem man die ganzen Videos und so gesehen hat. Also die Vorfreude steigt immer mehr. Und ihr wart jetzt schon beim Merchstand, wie ich sehe. Was habt ihr denn gekauft? Ich habe das Armband mitgenommen. Das Bejeweled Armband. Und dann noch den weißen Pulli von der Tour. Genau. Und ich habe den blauen Pulli von der Tour. Genau. Habt ihr ein spezielles Outfit euch überlegt? Habt ihr vielleicht auch Armbänder gebastelt? Wir haben Armbänder gebastelt, aber die haben wir heute noch nicht dabei. Und wir haben beide Midnights, ja, ne? Wir gehen beide. Beide als Midnights. Genau, das ist unser Plan gewesen. Mal schauen, was die anderen Eras so sein werden. Und seid ihr aus Österreich oder seid ihr angereist? Nee, wir sind aus Deutschland angereist. Beider Weg. Ich komme aus Rostock von der Ostsee. Ich komme aus der Nähe von Dresden. Ja. Also extra her für Taylor Swift. Genau. Das war es uns wert. Wie aufgeregt bist du? Total. Ich war schon einmal, aber ich kann es kaum warten, nochmal zu gehen. Wo warst du genau? In München, Nacht 2. Den grauen Zip-Pulli, das Armband und das Poster für Wien. Ah, es gibt spezielle Poster für jeden? Für jede Stadt. Genau. Und genau, weil ich dich ja schon in einem sehr glitzernden Outfit sehe, ist ja recht ein Trend sozusagen, sich auch anzusehen. Was hast du denn vorbereitet fürs Konzert dann? Fürs Konzert habe ich eine Mischung aus Red und Reputation gemacht und habe eine Jacke selbst genäht in diesem Zirkusdirektoren-Style mit einer roten Schlange drauf und einem Reputation-Body. Sehr cool. Und ich sehe Armbänder auch schon selbst gemacht. Tradest du? Natürlich. Sehr cool. Sehr aufgeregt. Wir hatten schon Gänsehaut beim Merchstand. Ja, als wir schon hier rausgekommen sind, hat man das schon so ein bisschen mitbekommen. Und Gänsehaut und so. Ah, es fängt jetzt morgen wirklich an. Es wird wahr. Man hat über ein Jahr drauf gewartet. Und wird wie so ein Märchen ein bisschen. Ja. Ich habe das beige Tour-T-Shirt geholt. Einmal für mich selbst und für eine Freundin, die heute nicht mit dabei sein kann. Und bei mir ist es der schwarze Tour-Hoodie geworden. Wie viel habt ihr so circa ausgegeben? Wie viel kostet das? Ich habe jetzt insgesamt 90 Euro ausgegeben. Und bei mir waren es 80. Oh, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht gewartet. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Okay. Und seid ihr aus Wien oder seid ihr angereist? Angereist. Ja. Aus Köln. Ja. Das ist ja doch einen weiten Weg. Ja. Wart ihr nicht in Deutschland oder warum seid ihr nach Wien? Ich war in Gelsenkirchen mit einer Freundin, aber mit ihr jetzt in Wien. Das ist jetzt unser erster großer Trip gemeinsam und sie war noch nicht auf dem Taylor Swift Konzert und wir wollten das jetzt auch mal gemeinsam machen, weil wir jetzt auch fast 16 Jahre befreundet sind und das jetzt mal einmal so unser Highlight-Trip ist. Wait, we have a surprise for you, and they showed me the tickets, and I was like, oh my god, are we really like going? Mm-hmm. It isn't a joke, and I was very happy. Best dad in the world. Yeah.